Retooling bedeutet der Umbau einer Bestandsmaschine vom Kunden oder beim Kunden stehend auf ein neues Werkstück. Durch die Entwicklung von neuen E-Antrieben, also viel E-Mobilität, gibt es Neuentwicklung seitens Kunde. Und durch die Neuentwicklung von Bauteilen ist es sehr wichtig, dass man Hand in Hand mit dem Kunde zusammenarbeitet, um die Neuentwicklung von den Bauteilen voranzutreiben und zu optimieren. Nur so ist es quasi möglich, den Kunden zufriedenzustellen und andererseits das Projekt auch sauber abwickeln zu können. Das Retooling ist an sich auch viel billiger wie jetzt eine Neumaschine zum Beispiel, der Umbau von einer Gebrauchtmaschine. In relativ kurzer Zeit kann es umgesetzt werden und ganz klar ist die Flexibilität vom EMAG Retrofit da auch ganz bestimmend.